Gut, dann darf ich das ganz offiziell machen. Also herzlich willkommen an alle zum ersten Digitalk, also das erste Mal, dass ein Online-Diskussions- und Bildungsformat wirklich zu digitalen Themen stattfindet im Rahmen von DigiProf, digitale Professionalisierung in der Erwachsenenbildung auf erwachsenenbildung.at. Schön, dass so viele zu uns gefunden haben am Freitag um diese Uhrzeit. Mein Name ist Karin Kulmer von Conedo. Ich bin heute für die Moderation zuständig. Zwei Kolleginnen von mir sind auch noch dabei, nämlich Martina Süßmeier, die Sie ja schon kennen von der Technikeinführung, und Birgit Aschemann, Bereichsleiterin DigiProf bei Conedo, die heute im Chat dabei ist und auch ihre Fragen sammeln wird. Sie freut sich auch über inhaltliche Fragen. Wir sind gefördert vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Vielen Dank an dieser Stelle und dürfen jetzt eben diesen Digitalk durchführen. Bevor wir loslegen, noch ein paar organisatorische Hinweise. Bitte beachten Sie, dass der Digitalk aufgezeichnet wird und auch veröffentlicht wird. Durch Ihre Anmeldung haben Sie ja die Einwilligung dazu gegeben und die Aufzeichnung läuft jetzt auch bereits. Also ich sehe, die Martina hat die Aufzeichnung schon gestartet. Ja, wir werden heute maximal 1,5 Stunden in dieser Online-Veranstaltung hier zusammensitzen sozusagen. Wir haben 3 Expertinnen heute dabei, die jeweils eine Anwendung zum digital unterstützten Lernen und Lernen vorstellen werden. Unsere Expertinnen werden wir auch gleich nochmal vorstellen. Zuerst wird es so sein, dass jede und jeder kurz die eigene Anwendung vorstellt. Wir werden direkt von einer Anwendung in die nächste springen und uns die Fragen dann für den Schluss aufbehalten, sodass wir dann wirklich viel Zeit haben, die Anwendungen noch einmal zu diskutieren. Genau, und ich sehe schon, Martina hat da jetzt auch schon unsere Umfragen eingeblendet oder ist gerade dabei. Sie können sich nämlich heute so beteiligen, indem Sie einerseits an unseren Umfragen teilnehmen, die zwischendurch eingeblendet werden, aber auch ganz viele Fragen, Anregungen, Kommentare in den Chat posten. Wir werden die Fragen aufgreifen, uns notieren. Bitte um Verständnis, wenn nicht alles sofort beantwortet werden kann, aber wir schauen wirklich, dass uns da nichts runterfällt. Ja, also wenn Sie möchten, füllen Sie doch die Umfrage schon einmal aus. Teilen Sie uns einerseits mit, was Ihr beruflicher Hintergrund ist, welche Erfahrungen Sie vielleicht schon haben mit digitalen Anwendungen. Das hilft auch unseren Expertinnen, wirklich darauf einzugehen, wer jetzt dabei ist, wenn Sie dann die Anwendungen vorstellen. Ja, noch eine ganz wichtige Info. Sie haben heute die Möglichkeit, eine Teilnahmebestätigung zu erhalten. Dafür müssen Sie wirklich bis zum Schluss dabei sein. Wir werden zum Schluss dann auch per Umfrage noch einmal nachfragen, ob Sie eine Teilnahmebestätigung möchten. Das müssen Sie bitte mit Ja beantworten. Nur dann bekommen Sie von uns voraussichtlich Anfang nächster Woche eine Teilnahmebestätigung zugeschickt. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns gern an webtalk@erwachsenenbildung.at. So, ich würde jetzt vorschlagen, dass wir die Umfrage, ich sehe, Sie haben schon fleißig abgestimmt, dass wir die jetzt dann demnächst einmal beenden, sodass wir wirklich zu der Vorstellung unserer Expertinnen weitergehen können. Beenden wir die Umfrage in 5, 4, 3, 2, 1 und aus. Vielen Dank, Martina. Würdest du bitte so nett sein, die Umfrage in der Zwischenzeit auf die Seite zu schieben? Die verschwindet jetzt nicht ganz, sondern wird dann bei Bedarf wieder aufgegriffen. Ich sehe schon auf den ersten Blick, es sind viele Erwachsenenbildnerinnen da, es sind viele Bildungsmanagerinnen da, Moodle kennen ganz viele, auch Office 365 haben schon einige verwendet. Das ist wirklich ganz toll, dass wir uns so ein bisschen einen Überblick verschaffen können, wer da ist. Jetzt möchte ich aber gleich weitergehen und unsere Expertinnen noch einmal ganz herzlich willkommen heißen und bitte die Runde, sich jeweils selbst kurz vorzustellen. Wir beginnen mit Lisa Kammerer.
Ja, hallo, ich freue mich, heute mit dabei zu sein. Ich werde jetzt gleich Slack vorstellen, die Kommunikationssoftware. Kurz zu mir, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der COS GmbH in Berlin, Neukölln, und arbeite im Projekt Weitergelernt. Und das ist ein öffentlich gefördertes Projekt von der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Soziales. Und es geht darum, eine Professionalisierung der Weiterbildung in Berlin zu unterstützen. Und da beschäftigen wir uns ganz viel mit dem Thema digitalen Lernen. Wie kann man ja digitale Tools einsetzen? Wie kann man Angebote anders konzipieren? Und ja, an sich machen wir auch noch andere Projekte zum Thema Digitalisierung, aber das ist so unser Weiterbildungsprojekt, genau. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind heute bei uns. Als nächstes bitte ich Frau Bauch, sich kurz vorzustellen. Ja, hallo aus Berlin. Mein Name ist Nicole Bauch. Ich arbeite bei Fräulein Flow, einer Bildungsagentur für zeitgemäße moderne Bildung, und würde meine USP bezeichnen als mit den drei Hashtags, vielleicht sagen wir es mal so: Marketing, Web 2.0 und Bildung in allen Lebenslagen. Wir bemühen uns bei Fräulein Flow, zeitgemäß und modern digitale Medien einzusetzen. Das heißt, es geht also ein bisschen über das hinaus. Ich habe hier gesehen, dass sehr viele Moodle nutzen. Wir bewegen uns halt auch außerhalb kommerzieller Systeme im Netz. Ja, ich würde sagen, das Netz ist eigentlich ein Lehrmeister. Man kann dort alles finden. Und dementsprechend setzen wir auch sehr viel öffentliche Tools ein, um Lehrangebote und Lernangebote zu konzipieren, und wir beraten Organisationen. Habe Hochschulen beraten, konzeptionell, die das nutzen können, und wir nennen das dann deshalb auch Bildung 4.0. Ja, vielen Ja. Dank, Frau Bauch. Als nächstes bitte ich noch den Herrn Lasnik, sich auch noch kurz vorzustellen. Ja, ich darf Sie auch recht herzlich begrüßen. Ich sende hier praktisch aus meiner Schule in Graz, aus der Grazer Internationalen Schule. Ich war Informatiklehrer und IT-Kustode, habe ganz viel auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen an Weiterbildung zu schaffen. Bin dann auch noch an der Hochschule und mache an der virtuellen Hochschule dann auch noch Fortbildungen und Seminare zum Thema Office 365, und habe die Entwicklung von Office 365 von ganz Anfang an auch ein bisschen mit erfahren dürfen, nicht nur von der Seite als Lerner, sondern auch als Lehrender und auch als Administrator. Muss diese Tools auch administrieren für größere Gruppen, und daher meine Expertise in dem Bereich. Ich werde heute ganz kurz was über Office 365 und die Möglichkeiten herzeigen, wie es eben in diesem kurzen Rahmen möglich ist. Ja, auch an Sie herzlichen Dank fürs Dabeisein und für den Einblick in die Praxis. Ja, zum Thema digitale Lernumgebungen in der Erwachsenenbildungspraxis. Digitale Lernumgebungen, was ist das eigentlich? Wir haben im Untertitel dazu gesagt, Alternativen zu Moodle. Hintergrund ist einfach, wir möchten heute drei Anwendungen vorstellen, die man zum Lehren und Lernen und auch zur Kollaboration nutzen kann. Und haben eben mit Slack, Trello und Office 365 drei Beispiele, die unsere drei Expertinnen jeweils vorstellen werden, und auch live zeigen werden. Ja, wir starten nun als erstes gleich direkt mit Slack und Lisa Kammerer. Das heißt, Frau Kammerer, Sie können sich schon bereit machen. Ich bitte jetzt Nicole Bauch und Florian Lasnik, auch Kamera und Mikro währenddessen zu deaktivieren. Ich werde mich auch zurückziehen, damit wir uns alle wirklich gut auf den Input konzentrieren können. Fragen sind natürlich im Chat währenddessen höchst erwünscht. Bitte, Frau Kamera. Genau, dann steige ich mal ein. Ich muss jetzt kurz meinen Bildschirm freigeben. Einen Moment. So. Ich hoffe, Sie können jetzt meine Präsentation sehen. Wenn ich jetzt nichts Widersprüchliches höre, starte ich einfach mal. Genau, ich werde heute über Slack sprechen in der Erwachsenenbildung. Ich werde erst kurz vorstellen, was es überhaupt ist, dann
über die Einsatzmöglichkeiten sprechen und dann gehen wir direkt in das Tool und schauen uns das mal an. Und zwar in ein Praxisbeispiel, das ich mitgebracht habe. Und dann habe ich noch ein paar Informationen und Hilfestellungen für Sie alle mitgebracht. Genau, als erstes, was ist Slack überhaupt? Ich vergleiche Slack manchmal mit Facebook, also weil es ein Dienst für Instant Messaging ist, aber ein geschlossener Raum. Also im Gegensatz dazu, bei Facebook können sich ja alle anmelden und Slack ist ein geschlossener Raum, in den man nur kommt, wenn man per E-Mail eingeladen wird. Aber im Prinzip gibt es da zum einen Gruppen, sogenannte Channels, in denen man sich austauschen kann, aber man kann auch Direktnachrichten schreiben, also hat eine Chat-Funktion. Slack ist an sich kostenlos, also in dieser Grundfunktion. Sobald man mehr Funktionen nutzen will, wird es irgendwann kostenpflichtig. Das Schöne bei Slack ist, dass man ganz viele verschiedene Anwendungen einbinden kann, also zum Beispiel Google Drive oder Dropbox oder Trello, von dem wir dann später noch hören. Auch Kalenderanwendungen kann man damit einbinden. Deswegen ist es sehr spannend für einen kollaborativen Austausch. Der Sitz von Slack ist in den USA, das heißt, bevor man das Tool nutzt, sollte man überlegen, welche Daten man da einzupflegen gedenkt und ob das okay ist, dass der Datenschutz kein EU-Standard ist, sondern sich an den USA richtet. Genau. So das Grundsätzliche, die Frage, wofür kann man Slack grundsätzlich einsetzen? Für mich ist Slack eine sehr gute Alternative zu E-Mails. Man kann sich da direkt austauschen, man hat damit eine höhere Transparenz, weil es schön in einem chronologischen Ablauf die Nachrichten anzeigt. Also man kann verschiedene Channels zu verschiedenen thematischen Schwerpunkten anlegen und hat dann die Informationen zu diesem Thema in einem Channel. Es bietet sich für die verschiedensten Formen von Austausch und Zusammenarbeit an. Also das kann sowohl intern zum Thema Wissensmanagement oder zu einem Projekt sein, aber natürlich auch extern, wenn Sie ein Bildungsangebot anbieten als Lernbegleitungstool. Und da komme ich dann später auch nochmal dazu. Slack hat sowohl eine Desktop- oder eine browserbasierte Anwendung als auch eine gute mobile App. Das ist für unterwegs auch ziemlich gut. Das Schöne bei Slack ist, dass es ja, eine schöne Nutzerfreundlichkeit hat. Also man kann, das sehen Sie dann auch gleich noch durch die durch Reaktionen über Emojis auch ja, einen informellen Austausch generieren und schnelle Rückmeldungen und Abstimmungen machen. Genau, und viele Leute kommen damit gut zurecht, weil es einfach ähnlich ist zu anderen Messenger-Diensten, die man so kennt. Und das Schöne ist eben auch die Einbindung von anderen Tools. Also wenn man kollaborativ zusammenarbeiten will, kann man eine Dropbox einbinden oder eben Google Drive und kann da dann auch an Dokumenten gemeinsam arbeiten. So, ich werde jetzt mal einen Einblick geben. Ich habe jetzt hier ein Beispiel, aber ich wechsle jetzt mal in mein direktes Projekt. Genau, wir haben nämlich vor kurzem eine Seminarreihe oder ein Blended-Format angeboten, in dem wir Slack als digitale Kommunikationsplattform genutzt haben. Also die Seminarreihe lief über 3 Monate und hatte 3 Präsenztermine. Und währenddessen konnten die Teilnehmenden im digitalen Raum zusammenarbeiten. Und dafür haben wir eine Slack-Plattform angelegt. Die zeige ich Ihnen jetzt. Also grundsätzlich müssten Sie jetzt die Oberfläche von Slack sehen. Ich gehe mal mit meiner Maus dahin zu dem Punkt, den ich jetzt zeige. Also Sie sehen hier, wir sind beim Learning Lab eingeloggt. So heißt der sogenannte Workspace, auf dem wir uns jetzt gerade befinden. Wir sind eingeloggt als Lisa Kamera, also als mich. Und hier sehen Sie die verschiedenen Channels, die dieser Workspace hat.
In unserem Fall gab es ein Channel Allgemeines. Slack zeigen habe ich jetzt nur angelegt für Sie, damit Sie heute mal hier reinschauen können, damit Sie nicht sehen, was die anderen Teilnehmenden hier so gemacht haben. Dann hatten wir, also in dem Channel Allgemeines gab es Abstimmungen im Allgemeinen zur Seminarreihe, Ankündigungen, Terminfindungsprozesse, alles, was so zur Abstimmung lief. Im Sonstiges, wie der Name schon sagt, war alles Mögliche drin, Veranstaltungshinweise auf andere Sachen. Genau, dann hatten wir einen Channel, wer wir sind. Da konnten sich alle Teilnehmenden vorstellen. Und das war für uns auch ganz wichtig, weil das auch so eine Art Spielwiese war für die Teilnehmenden. Dort konnten sie das erste Mal was posten, sich ausprobieren, die Funktionen von Slack testen, bei jemand anders ein Like geben. Also das waren so... dafür war der Channel und dann gab es noch die Wissenssammlung. Da waren sowohl von unserer Seite die Flip-Materialien für die Seminarreihe enthalten, da konnten die Teilnehmenden aber auch Links verschicken zu Studien, Artikeln, Videos, die sie spannend fanden. Dann zusätzlich, das können Sie jetzt nicht sehen, gab es noch Channels für die einzelnen Gruppenarbeiten. Also wir hatten 4 verschiedene Arbeitsgruppen innerhalb dieser Seminarreihe, die thematisch zusammengearbeitet haben. Und die haben sich dann nochmal eigene Channels zur Zusammenarbeit angelegt. Da können wir jetzt heute leider nicht reinschauen. Wenn wir jetzt hier runtergehen, da sehen wir einmal die Direktnachrichten. Also hier kann ich mit Personen chatten. Hier sehen Sie jetzt meinen Kollegen Maximilian. Den könnte ich jetzt anschreiben. Der Slack-Bot ist eine Hilfefunktion von Slack. Also wenn Sie irgendwie nicht weiterkommen, können Sie immer diesen Slackbot anchatten und der versucht Ihnen dann mit Schlagwörtern zu helfen. Und hier unten sehen Sie auch direkt, dass man verschiedene andere Anwendungen einbinden kann. So, jetzt komme ich mal zu dem Hauptfeld hier oben. Das ist der Channel, und das ist jetzt hier die chronologische Übersicht, was hier schon alles passiert ist. Ich habe jetzt auch schön mit mir selbst gechattet. Genau. Was kann man bei Slack alles machen? Also man kann Nachrichten schreiben, man kann Leute verlinken, die für die Nachricht relevant ist. Man kann mit Emojis auf Nachrichten reagieren. Man kann sogenannte Threads starten. Das heißt, das ist eine wichtige Funktion, damit Slack übersichtlich bleibt. Denn wenn ich auf eine Nachricht antworte, kann ich direkt drunter kommentieren und das ist dann nur für die Leute sichtbar, die direkt auf die Nachricht gehen. Also das ist eine gute Funktion für die Übersichtlichkeit, was aber auch dauert, bis Leute ja diese ganzen kleinen Funktionen von Slack mal kennengelernt haben. Slack, wenn das viel genutzt wird, kann auch unübersichtlich werden. Das ist ein Nachteil, deswegen ist es schön, ja, wenn man diese Thread-Funktion nutzt. Hier habe ich zum Beispiel mal ein Video geteilt, das sieht man dann auch direkt in der Vorschau. Und das sind auch kleine Abstimmungen, die man hier machen kann. Also ich könnte jetzt Add Channel, dann werden alle Leute, die in dem Channel Mitglied sind, benachrichtigt, dass es eine neue Nachricht gibt. Und ja, jetzt habe ich gefragt, wer nimmt am nächsten Termin teil und dann kann man entweder mit einem Daumen hoch reagieren oder eben mit einem traurigen Smiley. Und wenn jetzt hier mehrere Leute drin wären, dann könnte ich auf einen Blick sehen, okay, 5 Leute sind dabei, 4 Leute können nicht. Jetzt ja, habe ich das nur mit mir gemacht, deswegen ist jeweils 1. Genau. Ich jetzt direkt noch sagen wollte bei Slack ist, dass es schon dauert, bis die Leute darauf aktiv werden und dass es sinnvoll ist, wenn man so eine kritische Gruppengröße hat. Also weil ein Teil... ja, braucht immer ein bisschen, bis die aktiv werden. Man hat einen kleinen Teil, der gleich mitmacht und manche ja, sind da eher schweigsam. Deswegen muss man da als Moderation auch oft Input geben und immer wieder nachhaken und viel schreiben, damit da auch was passiert. Also das sollte man beachten. Genau, jetzt gehe ich wieder zurück auf meine Präsentation. Soweit jetzt mal der Einblick. Genau, zu Slack
Gibt es ganz viel Hilfestellung im Internet. Die Betreiber von Slack bieten großes Support Center mit Artikeln, wie man überhaupt einen Workspace anlegt, wie man als Teilnehmer so erste Schritte gehen kann. Also da ist wirklich viel Hilfe da. Dann den Slackboard habe ich ja kurz gezeigt. Und dann habe ich noch zwei Artikel gepostet, was helfen kann im Umgang mit Slack. Also von WWWeb gibt es dann einen Artikel, wie man über Slack zusammenarbeitet, aber auch der von T3N gibt es einen großen Slack-Knicke, was man dazu beachten kann. Ich finde auf jeden Fall, dass Slack ein sehr spannendes Tool ist. Wir setzen das gerne ein und deswegen habe ich das jetzt hier auch mitgebracht. Ja, soweit von mir. Ich beende jetzt mal die Freigabe. Ja, vielen Dank für diesen ersten Einblick in Slack. Gerne. Es war wirklich ein guter kurzer Überblick. Also ich glaube, man hat gut gesehen, welche Funktionen das Tool bietet für die Zusammenarbeit. Ich möchte unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch einladen, Fragen zu Slack ruhig schon mal in den Chat zu posten. Ich sehe, es hat schon zwei Fragen gegeben, die auch im Chat sehe ich teilweise schon beantwortet wurden. Also einerseits mit dem Mindestalter. Da hat dann schon ein Teilnehmer gepostet, dass es eben auch ab 16 ist, so wie WhatsApp. Und die zweite Frage war, ob es das eben auch am Handy gibt. Ja, es gibt eben auch eine Mobil-App. Ich glaube, Sie verwenden die ja selbst auch ganz gerne. Genau, also ich kann die auf jeden Fall empfehlen. Da bekommt man, also es ist praktisch wie bei WhatsApp. Man sieht dann eine Benachrichtigung, wenn man ja eine neue Nachricht hat. Genau, das ist auch das, was bei Slack wichtig ist, dass man einstellt, wie viel Benachrichtigungen man will. Man kann sich zum Beispiel immer eine E-Mail schicken lassen, wenn man eine neue Nachricht hat, aber dann hat man halt wieder die ganzen E-Mails, die man eigentlich mit dem Tool gut vermeiden kann. Genau, also ich sehe, es kommen noch Fragen dazu zu Slack. Das ist super. Ich würde vorschlagen, wir behalten uns die auf für später, für die Diskussion und gehen jetzt gleich mal inhaltlich weiter, nämlich zu Office 365 und würde den Herrn Lasnik bitten, sich wieder zu aktivieren, also das Mikro und die Kamera wieder zu aktivieren. Genau, Sie sind dann gleich als nächstes dran und die Frau Kamera und ich werden uns für jetzt mal wieder hinter den Vorhang zurückziehen. Bitte. Ja, dann darf ich zu Office 365 kommen. Ein Online-Cloud-Service von Microsoft, das über die letzten Jahre ganz schön groß gewachsen ist. Ganz viele neue Tools dazugekommen sind, von vorab nur reinem Office wie Word, PowerPoint und Excel. Gibt es jetzt ganz viel zum Thema SharePoint, zum Thema Teamwork, Kollaboration online. Für kleine Unternehmen, für große Unternehmen, für kleine Lernergruppen, für große Lernergruppen, verschiedenste Tools. Ich würde sagen, traditionell, strukturell trifft innovativ, mittlerweile auch natürlich als Apps und auch als Desktop-Varianten erhältlich. Allerdings brauche ich dafür natürlich eine Lizenz. Die bekomme ich entweder über meine Organisation oder als Privater kaufe ich mir eine Lizenz und kann dann in die, je nach Lizenz, die Produktpalette ganz oder nur zum Teil ausschöpfen. Was ich heute vorhabe mit Ihnen ist, ich möchte einen kurzen Überblick geben über die Tools, die es denn jetzt schon so gibt und ganz kurz hineinschauen in zwei Szenarien, Lernszenarien, wie sie auch in der Erwachsenenbildung oder auch generell in digitalen Lernumgebungen vorkommen können. Prinzipiell kann man sich das so vorstellen, dass wir den Lerner oder die Lernerin im Zentrum haben, den Coach rundherum, also eine klar hierarchische Struktur, die aber auch flach abgebildet werden kann, wenn man möchte. Alles basierend auf Usergruppen, die man global wie auch lokal anlegen kann, oder auch Einzellernerinnen sozusagen, die einer Gruppe dann beitreten können. Die sind dann eingebettet in diese gesamte Office 365-Domäne, die entweder extern über einen Administrator administriert wird und über die Organisation abgebildet wird oder in kleinräumiger Art und Weise, vielleicht in einem kleinen Betrieb oder in einer kleineren
Organisation vorkommen kann. Da gibt es dann auch noch außerhalb dieses Lernfeldes die sogenannten internen Fremden, wie ich sie bezeichnen würde, die also nicht Teil zum Beispiel eines Teams oder einer Lernumgebung innerhalb der Domäne sind. Und dann gibt es noch externe Fremde oder Freunde, die danach auch in unterschiedlichsten Szenarien eingebunden werden können. Nicht so einfach, wie es früher mal war. Man kann zum Beispiel auch keine öffentlichen Seiten mehr erstellen, aber immer noch in einer Art und Weise, wo Kollaboration auch mit Externen stattfinden kann. Ja, ich habe gesehen, viele von Ihnen haben schon Office 365 verwendet. Es ist ein, wie gesagt, sind sehr mächtige Tools mittlerweile. Eine Reihe an unterschiedlichen Anwendungen, die fürs Lernen und Lehren verwendet werden können. Ich möchte jetzt nicht unbedingt alle mit Ihnen schnell durchgehen, dafür haben wir nicht die Zeit, sondern vielleicht ganz kurz noch klären, wo die Unterschiede zwischen diesen üblichen Kommunikations-, Kollaborations- und Wissensmanagement-Tools liegen. Und da ist das Stichwort SharePoint, Teams, OneDrive und vielleicht auch Notebook. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen mit diesen Tools schon gearbeitet haben. Die Fragen bei meinen Vorträgen kommen immer diesbezüglich, wo ist der Unterschied zwischen SharePoint und Teams? Es ist ganz einfach zu verstehen, SharePoint ist die unterliegende Basis für jegliche Kollaboration und auch Zusammenarbeit im Bereich Office Online 365. So alles, was da an Websites, an Teamkanälen etc. abgebildet wird, ist faktisch auf einem liegt auf einem SharePoint-System. Früher mal hat es auch externe Client-SharePoint- und Server-SharePoint-Systeme gegeben, nunmehr ist alles online. Wir werden uns drei Tools ganz besonders oder ganz kurz besonders genau anschauen. Einmal SharePoint, wie kann so eine Website ausschauen, wo man gemeinsam daran arbeiten kann, wo man gemeinsam auch Dinge entwickeln kann. Wie schaut so ein Notebook aus? Das wäre so ein traditionelles hierarchisches System. Man hat praktisch eine lehrende Person und man hat Lernende, die dann in einer Lernumgebung alle möglichen Dinge miteinander austauschen können, die bestimmte Medien sharen können, die gemeinsam an Dokumenten arbeiten etc. etc. Und dann auch Teams. Teams ist etwas, das sehr stark im Kommen ist bei sehr vielen Organisationen, auch kleineren, weil es eben die gesamte Produktpalette abbildet, die den Microsoft Office 365 so anbietet. Das heißt, ich kann synchron, asynchron miteinander kommunizieren, ich kann Dokumente teilen, ich kann jegliches Tool, das Sie hier sehen auf der Folie, einbinden. Mittlerweile auch als App am Handy. Ich kann ja so ziemlich alles das machen. Ich muss nur sehr kreativ sein und ein bisschen Zeit haben, das Ganze einzurichten. Ja, solche Lerninterpretationsszenarien kann ich jetzt im Detail nicht herzeigen, aufgrund von Datenschutzgründen, aufgrund von Zeitgründen. Allerdings habe ich ganz kurz die Plattformen so eingerichtet, dass man sehen kann, wie die Struktur denn so ausschaut. Und da wird man sehr schnell sehen, dass es, jetzt zu meiner Desktop-Freigabe, dass es doch eine relativ traditionell gewachsene Struktur ist, wo ich ein hierarchisches System abbilden kann an Coaches, an Trainerinnen bzw. Lernenden und Gästen, die dann unterschiedliche Rechte haben, die auf Gruppen basieren oder auf Einzelusern basieren. Wenn ich mir nun die Oberfläche anschaue, das wäre so diese typische Hub-Seite, die Sie sicher alle kennen. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein Class-Notebook anschaue, ein Lernszenario, das ich auch sehr oft verwende, auch im Erwachsenenbereich, wo ich ein Kursnotizbuch erstellen kann. Ich schaue mir jetzt einmal das, was ich hier exemplarisch erstellt habe für Geografie, Landschaften. Dann sehe ich hier den Bereich des Coaches oder der lehrenden Person. Ich sehe, ich habe hier unterschiedliche Sektionen, eine Inhaltsbibliothek, wo ich Dinge mit den Schülerinnen und Schülern oder den Teilnehmerinnen teilen kann. Dann etwas, was nur für mich ist und für die Lehrenden, es können ja auch mehrere Lehrende sein in einem Bereich, wo ich Sachen vorbereiten kann und einen Platz der Zusammenarbeit, wo ich ein Brainstorming mit allen Teilnehmerinnen durchführen kann.
Aus diesem Bereich für Lehrer kann ich dann später Dinge direkt in die Unterordner der Lernenden schicken. Das ist sehr praktisch. Ich bereite also irgendetwas vor. Das können unterschiedlichste Arten von Medien sein, sei es Sound, sei es Bild, sei es Videos, sei es Dokumente, sei es Umfragen, Quizzes, alles, was man sich eigentlich so in einer guten Lernumgebung vorstellt. Es können auch kreative Dinge sein, auch externe Apps. Und die kann ich dann hier an die Lernenden verteilen mit einem Klick sozusagen. Hier unter Class Notebook kann ich sagen Distribute Page und kann hier eben an Gruppen oder an einzelne Personen diese Medien oder diese Dinge weitergeben. Der Riesenvorteil von Class Notebook ist in der Hinsicht, dass ich nicht nur als Lehrender die Informationen an die Lernenden weitergeben kann und dies dann auch noch bewerten kann und benoten oder ansehen, sondern die Lernenden können natürlich auch untereinander eigene Workspaces gestalten und dort kollaborieren an Dokumenten etc. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Schauen wir uns vielleicht ganz kurz nur an, wie schaut das beim Lernenden aus. Der hat dann hier, wie Sie sehen, auf Grundlage von SharePoint eine ähnliche Oberfläche und sieht diese Oberfläche, die Inhaltsbibliothek, wo er nur Leserechte hat, den Platz der Zusammenarbeit und hier faktisch einen eigenen Bereich, den nur er oder sie sehen kann, wo Kursnotizen drinnen sein können, Videos, Quizfragen, Aufgaben, Tasks, die zu bearbeiten sind, die abzugeben sind, und oder auch einen Shared Space mit anderen Lernenden. Ja, also das einmal als ganz einfache, schnell zu erstellende Plattform für ein Schüler-Lehrer-Szenario, wo die Schüler auch einen eigenen Bereich praktisch besitzen. Das zweite, was ich kurz vorzeigen möchte, ist Teams. Dazu gehe ich noch einmal hier zurück auf den Account des Lehrenden. Und wenn ich mir da jetzt Teams ansehe, habe ich hier eine Plattform, die faktisch alle Apps von Office 365 in einer Plattform zusammenführt, wo es um Kommunikation, Kollaboration, Wissensmanagement geht. Ich kann hier zum Vorteil auch noch Dinge automatisieren. Das heißt, ich kann, wenn es Aufgabenstellungen gibt, die erledigt werden müssen, geplant werden müssen, die in einem gemeinsamen Kalender eingetragen werden, die abgearbeitet werden, auch automatisch benachrichtigt werden, wenn das eben passiert ist. Das kann ein Riesenvorteil sein. Alles passiert hier auf E-Mail, also im Sinne der Benachrichtigung oder über eine Chat-Funktion, Instant Messaging, bis hin zu einem Videocall. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel so einen Landschaftenkurs ansehe, dann sehe ich, der ist hier aufgeteilt in unterschiedliche Kanäle. In diesen Kanälen kann ich nun unterschiedliche Gruppen zusammenführen und die haben hier die Möglichkeit, sofort miteinander, ähnlich wie auf Facebook, in Kommunikation zu kommen mit all diesen Funktionen, die auch andere soziale Medien abbilden, von Likes über Motivationsbildchen, über direktes Antworten, über unterschiedliche Medien, die ich einfügen kann, von Links natürlich über Bildern, über kleine Umfragen, die Ergebnisse der Umfragen noch dazu, dann unterschiedliche, wie gesagt, Motivationsmöglichkeiten. In diesem Kurs oder wie gesagt, in diesem Channel, Kanal, kann ich hier auch noch unter Karteireiter führen und ganz, ganz viele Apps einfügen. Die sehe ich hier. Das sind nicht nur Microsoft-Apps, sondern wenn ich hier weiterklicke, eine Vielzahl von unterschiedlichen Apps, die extern geführt werden, die zum Teil in der vollen Funktionalität, zum Teil nur in einer verringerten Funktionalität dann angeboten werden. Und das Ganze geht in Richtung Social Intranet. Das heißt, für größere Unternehmen auch sehr geeignet, um viele Teams miteinander bekannt zu machen, die können untereinander kommunizieren, aber auch nur innerhalb der Kanäle.
Es gibt einen gemeinsamen Kalender, wo ich Besprechungen einfügen kann. Es gibt einen eigenen Bereich Aufgaben, der auch ganz interessant ist, weil hier auch ein System entwickelt worden ist, wo ich Aufgaben erledigen kann und ich werde dann auch benachrichtigt, gut für die ganze Gruppe. Ich kann das Ganze auch benoten, wenn ich es denn möchte. Also es gibt ein Assessment dazu. Wenn ich mir das jetzt da kurz anschaue, dann sehe ich hier, wer abgegeben hat, wer nicht abgegeben hat, ob es benotet worden ist oder auch nicht oder beurteilt in welcher Art und Weise. Zusätzlich zu dem gibt es dann hier noch die Anrufe. Ich kann sofort Calls durchführen, das kann ich auch übers Handy machen, online, eine tolle Sache. Und das Interessante dabei ist, ich kann diese Calls auch aufzeichnen. Das heißt, ich mache eine Besprechung, da können mehrere Leute, so wie heute zum Beispiel, teilnehmen und kann das auch noch aufnehmen, kann auch ein Voicemail machen, kann diese Termine in der Gruppe gemeinsam in einem gemeinsamen Kalender planen und umsetzen. Und last not least, natürlich habe ich auch alle die anderen Funktionen von guten Lernumgebungen, Dateienablage, Dateien, an denen ich gemeinsam arbeiten kann, ja, bis hin zu allen möglichen anderen Funktionalitäten, wie ich sie da oben vielleicht noch angeführt habe. Ja, so einmal der erste Überblick über Teams bzw. Notebook. Es gäbe dann auch noch die Möglichkeit, eine Website zu haben, die würde dann zum Beispiel so ausschauen. Das wäre direkt eine, ja, die kommt jetzt leider nicht, eine SharePoint-Website. Kann ich leider, müsste ich zurückspringen ganz kurz. Eine SharePoint-Website ist das, was wir uns alle unter einer Website auch vorstellen, einfach eine Möglichkeit, Informationen an einer Stelle darzustellen, Gruppen auch einzuladen, an dieser Homepage gemeinsam mitzuarbeiten, zum Wissenstransfer. Hier auf der linken Seite ganz traditionell Unterpunkte wie Unterhaltungen, die ich führen kann, nur in begrenzter Art und Weise, Dokumente, die ich hier in der Website einbinden kann, Notizbuch wie bei Notebook, unterschiedliche Seiten, Lernlisten, ich kann auch Aufgaben verteilen und auch in dem Fall Webparts integrieren, die mir auch die Funktionalität von Kalender, von Umfragen etc. ergibt, wie es auch in anderen Tools vorgestellt wurde. Abschließend ist zu sagen, Office 365 ist sehr mächtig, das kann sehr, sehr viel. Man muss allerdings sich vorher logisch und strukturell gut überlegen, was braucht meine Gruppe, welche Lernumgebung möchte ich eigentlich schaffen, damit man sich hinterher nicht verzettelt. Es gibt so viele Möglichkeiten, dass ich manchmal auch den Überblick verlieren kann und das soll es ja für den Lerner nicht sein. Ja, ich werde jetzt die Freigabe da beenden und gebe das Wort dann weiter an die nächste Referentin. Ja, vielen Dank. Es ist wirklich ein sehr mächtiges, umfangreiches Tool mit viele Tools in sich eigentlich noch vereint, das Office 365. Ich bitte noch einmal alle Teilnehmerinnen auch gern Fragen dazu zu formulieren. Wir sammeln die wirklich alle und greifen sie dann nachher nochmal auf. Besonders spannend habe ich zum Beispiel gefunden, dass der David Rötler hier schon fragt, wer bereits Microsoft Teams für Bildungen im Einsatz hat. Das würde uns, glaube ich, alle sehr interessieren. Also wenn Sie selbst schon Erfahrungen damit gemacht haben, schreiben Sie das doch gerne im Chat. Genau. Während die Teilnehmerinnen jetzt diskutieren, würde ich die Zeit gern gleich nutzen und weitergeben an die Nicole Bauch. Und bitte Sie jetzt, die Webcam wieder zu aktivieren und auch das Mikro einzuschalten. Ja, Frau Bauch, ich sehe Ihre Freigabe, ich sehe Ihr Bild noch nicht und ich kann Sie bereits hören. Bitte noch einmal die Webcam noch mal extra zu aktivieren. Ja, muss ich gerade schauen, ist eigentlich alles aktiviert hier? Ich beende noch mal die Freigabe und starte noch mal neu durch. Wahrscheinlich ist das Trello Board. Genau, also so die Freigabe sehen wir, das ist alles super zu sehen. Was wir nicht sehen, ist Ihre Webcam.
Wenn Sie das lieber ohne Webcam machen möchten, ist das aber auch in Ordnung für uns. Ja, ist mir egal. Ich hoffe jetzt eigentlich nur, dass das Trello-Board zu sehen ist. Genau, das Trello-Board ist zu sehen. Ich sehe allerdings jetzt davor ein Fenster, das darüber liegt. Das ist das Adobe Meeting Fenster. Ich würde sagen, ich mache meine Webcam aus und schalte nachher wieder ein, dass wir uns völlig auf das Trello-Board konzentrieren. Genau, und bitte das Adobe Meeting Fenster auch ein bisschen auf die Seite, damit wir das Trello-Board wirklich gut sehen können. So, ich werde mich inzwischen auch gleich stumm schalten und wieder in den Hintergrund treten. Jetzt ist alles wunderbar zu sehen. Sie können starten. Okay, dann starte ich jetzt durch mit Trello für die Erwachsenenbildung. Ich habe mir überlegt, dass wir erstmal kurz sagen, was ich in der Session mache. Und zwar geht es darum, dass ich kurz persönliche Beweggründe erklären möchte, warum ich Trello nutze. Dann werde ich ein bisschen erklären, was Trello ist. Und dann versuchen wir Trello kennenzulernen, indem ich da in ein Board gehe und Ihnen zeige, was es an Basisfunktionalitäten gibt. Für die Bildung gibt es sehr viele Praxisbeispiele und Vorlagen, die man einfach nutzen und für sich persönlich anpassen kann. Es gibt dann noch ein paar Praxisbeispiele, die ich vorstelle, wie man das in der Lehre einsetzen kann und auch weitere Infos. Das ist mehr so am Ende zum Do-it-yourself-Tun. Da können Sie sich das alles anschauen, wenn Sie Interesse an Trello haben und das selbstständig machen. Ich sage noch gleich dazu, dieses Board, was ich erstellt habe, was Sie sehen, ich schalte das mal wieder durch, also das Ganze, was Sie hier sehen, diesen blauen Hintergrund mit den einzelnen Bildern und Texten, das ist öffentlich zugänglich, das heißt, Sie können sich das auch im Nachgang zu dieser Session anschauen. So, fangen wir mal an. Was ist Trello? Trello würde ich als Kurzbeschreibung, das können Sie hier in der Mitte auch sehen, ist ein Tool, mit dem sich Informations- und Kommunikationsprozesse sehr schön online organisieren lassen. Und zwar funktioniert das mit einem Board, mit Listen und mit Karten. Also das Board zeige ich Ihnen mal, das ist das Ganze hier. Das hier ist eine Liste, da wo ich jetzt draufklicke, das ist Fräulein Flow, das ist die Liste Trello. Das ist eine nächste Liste und das sind Karten. Das sind alles hier Karten und ich wechsle auch gleich mal zu einer Karte hier. Da können Sie das sehen und ich kann halt diese Karten, so viele Karten aufbauen, wie ich möchte. Gehen wir gleich mal zum anderen Punkt Trello kennenlernen. Ich zeige Ihnen das jetzt mal in der Anwendung. Trello ist vom Prinzip her ein Projektmanagement-Tool. Das ist nach Kanban aufgebaut oder das ist der Ursprung gewesen. Und es wird so aufgebaut, dass man sagt, man hat hier Sachen, die man sammelt, alle Ideen, Aufgaben etc., die man durchführen möchte. Das macht man in die To-Do-Liste, wenn man etwas gemacht hat. Also beispielsweise, ich habe jetzt meine Lektion als PDF schon hochgeladen oder bearbeite das noch erst, die will ich jetzt bearbeiten, dann schiebe ich das hier hin, wenn ich das fertig gemacht habe, schiebe ich das hier hin. So, das ist also eine ganz einfache Art und Weise. Ich kann sehr schnell eine neue Liste erstellen, die nenne ich jetzt einfach mal Test. So, dann kann ich eine Karte hinzufügen, ich schreibe hier einfach Text hinein und habe meine nächste Karte. Das Ganze ist im Grunde genommen, können Sie sich vorstellen, dieses ganze Bild, das Sie sehen, ist so eine Art Wandtafel. Und vielleicht kennen Sie das, das machen Sie vielleicht auch, wenn Sie mit anderen Leuten zusammen im Team was planen, dass Sie Post-its an eine Wand oder eine Tafel hängen. Und das ist vom Prinzip her hier das Gleiche. Diese Karten sind quasi wie kleine Karteikarten oder Post-its, die Sie hier an eine digitale Wand klemmen können. Was bei Trello ganz gut ist, finde ich, man kann es relativ schnell erstellen. Es ist in der Freemium-Version kostenfrei. Man kann also unzählige Boards erstellen.
Wenn man etwas mehr machen möchte, eine Business-Lösung, ist es kostenpflichtig. Aber so vom Prinzip her kann jeder damit anfangen. Und ich gehe jetzt nochmal zurück. Meine Beweggründe, das hatte ich ja eben gesagt, das wollte ich nochmal kurz erläutern, sind, ich war vor einigen Jahren in der Situation, dass ich sehr viele Aufgaben gleichzeitig machen musste. Ich hatte einen Fulltime-Job als E-Learning-Beraterin und habe nebenher Freundin Flow aufgebaut, mit aufgebaut. Und das bedeutete für mich, dass ich sehr viele Aufgaben koordinieren, organisieren musste, sehr viele Projekte. Und dass ich auch mit den Menschen in den verschiedenen Projektteams sehr viel kommunizieren musste. Auch manchmal mit denen was zusammen erarbeiten musste. Und dabei muss man dann halt, wenn man verschiedene Projekte hat, verschiedene Abgabefristen etc., dann muss man halt sehr aufpassen, dass man die Aufgaben und Termine und Fristen im Blick hat. Und ja, hinzu kommt auch, dass meine zur Verfügung stehende Zeit ich sehr effizient und effektiv nutzen wollte. Sie sehen das hier oben in dem Bild. Für mich war es auch sehr wichtig, dass ich dieses Tool, um meine Sachen zu organisieren, mobil nutzen kann. Ich persönlich nutze sehr gerne das Smartphone. Das heißt, ich kann während der U-Bahnfahrt damit arbeiten. Ich kann, wenn ich irgendwie wo warten muss, kann ich das nutzen. Das waren für mich sehr entscheidende Kriterien bei der Auswahl eines Tools. Und ich habe diese wichtigen Ziele für mich dann nochmal zusammengefasst. Das können Sie nachher auch anklicken und selber nachlesen. Wichtig ist für mich noch gewesen, dass ich alle Projekte im Überblick an einem Ort habe. Also ich wollte nicht einmal in Microsoft Office gucken, dann in irgendeinem Wiki, Confluence-Wiki von einer Hochschule, dann da, sondern ich möchte gerne das alles an einem Ort im Blick haben und möchte dann überall reingucken können, wo ich da gerade denke, dass ich was tun muss. Hinzu kommt auch, dass Trello die Möglichkeit hat, dass man sich automatisch informieren lässt. Das heißt, wenn jemand in dieser Karteikarte, der in dem Team Mitglied ist, etwas verändert, werde ich automatisiert informiert. Ich werde auch automatisch darüber informiert, wenn einer eine Frist nicht einhält oder eine Aufgabe überfällig ist. Das waren alles so Kriterien, dass ich gesagt habe, ich möchte Trello benutzen. Ich finde es zum Start auch sehr schön, dass dass Trello auf dem Freemium-Prinzip basiert. Das habe ich eben schon gesagt. Man kann alle Grundfunktionen kostenlos nutzen. Es ist im Verhältnis zu vielen anderen Software-Diensten relativ einfach einzurichten. Ich melde mich an. Es ist ein ganz kurzer Weg. Ich brauche keine großen Umwege gehen oder mich dort einloggen, dort anmelden, dort ein Passwort machen. Das habe ich bei verschiedenen anderen Diensten erlebt. Insofern ist es von der Usability her sehr, sehr, sehr schön, muss ich sagen, und sehr einfach zu nutzen. Gehen wir jetzt nochmal hier gerade auf Trello Kennenlernen zurück. Ich möchte Ihnen nochmal kurz zeigen, weil das ganz wichtig ist, wie das genutzt werden kann. Ich schätze es vor allen Dingen zur Kommunikation. Ich zeige Ihnen jetzt mal, wie eine Karte aufgebaut ist und was es da für Möglichkeiten gibt. Sie sehen hier, die Karte heißt Kurskonzept für eine Zielgruppe erstellen. Das wäre eine Aufgabe, die ich für mich notiert habe. Das muss ich tun. Die Abgabefrist ist am 18. November um 12 Uhr. Wenn diese Frist, wenn ich die nicht einhalte, kriege ich eine Notiz. Ich kann mir auch einstellen, hier, das kann ich bei der Frist machen, wann ich informiert werden möchte, 2 Tage vorher oder 10 Minuten vorher. Das kann ich alles einrichten und das finde ich sehr, sehr praktisch, weil man also, wenn man ja nicht so ein Last-Minute-Arbeiter ist, sondern ein bisschen strukturiert arbeiten möchte, kann man sich die Termine da sehr gut planen und die dann auch besser einhalten, ist meine Erfahrung. Ich kann jetzt, wenn ich möchte, zu dieser Karte auch Mitglieder einladen. Ich habe jetzt mal meine Kollegin eingeladen zu dem Board, zu der Karte und auch die Frau Kulmer. Die werden jetzt, sind hier Mitglied, können das auch alles verfolgen und vor allen Dingen, ich habe hier eine Aufgabe eingebunden. Das ist ja dieses Prinzip der Kollaboration. Ich habe ein Kurskonzept erstellt und ich möchte jetzt Feedback von einer
Kollegin einholen. Das heißt, ich habe die Frau Wagner gebeten, könntest du bitte das Konzept im Eingang lesen und kritische Punkte anmerken. Die kann, wenn sie das gemacht hat, in dieser Checkliste das ankreuzen. Ich mache das jetzt mal, weil ich nicht weiß, ob sie gerade in dem Board ist. Das heißt, ich kann diese Aufgabe, Kurskonzept für Zielgruppe erstellen, in einzelne Unterpunkte und Aufgaben unterteilen, kann das sukzessive abarbeiten, kann auch Dritte dazu bitten, dass sie was machen können, und die können dann hier in dem Bereich Kommentarfeld was schreiben. Also zum Beispiel könnte ich jetzt hier noch einen Kommentar schreiben, ist schon erledigt. Ja, jetzt hat die Frau Wagner das entdeckt und hat gesagt, hier, das sehen Sie hier unten, ist schon, hallo, ich bin dabei. Also, Frau Kulmer war es, genau. Also jetzt tut sich was und das sehe ich sehr, sehr schnell. Ich kann jetzt auch, Emojis gibt es hier natürlich auch, antworten sagen, klasse. Ich kann ihr aber auch antworten und sagen, toll, morgen schaue ich es an. So, dann weiß sie Bescheid, bis wann sie vielleicht was machen muss, etc. Ich kann, das ist auch sehr gut, Labels vergeben. Das ist hier dieser Punkt. Es ist so, ich habe hier Listen mit To-Do, Doing, Done. Ich bin jetzt so weit, dass ich sage, ich habe jetzt alle Ideen aufgeschrieben und habe das hier gruppiert. Ich fange also von der Priorität her jetzt nicht damit an, zum Beispiel PDFs hochzuladen, sondern ich sage mir, das Wichtigste ist, dass ich das Konzept erstellt habe. Das kann ich also hier in dieser Liste priorisieren, indem ich die Karte nach oben oder unten schiebe. Ich kann in der Karte außerdem auch einen Anhang einbinden, das finde ich sehr gut. Ich kann jetzt also von meinem Computer aus, von Trello aus, also ich habe jetzt hier zum Beispiel, was kann ich, Downloads, die Folien vom DigiTalk, die könnte ich jetzt hier einbinden, das mache ich mal. So, dann könnte die Frau Kulmer könnte sagen, okay, die gefallen mir oder ich möchte dann auch was verändert haben, weil die kann die jetzt einfach aufrufen. Ich klicke mal hier drauf. Das ist eine sehr große Datei, insofern wird das dauern. Gucken wir mal, ob das hier... So, das sind also Möglichkeiten, ich kann Anhänge einbinden, das kann ein Bild sein, das kann eine Videodatei sein, das kann ein Dokument sein, also es gibt sehr viele verschiedene Formate und das ist sehr praktisch, weil ich kann quasi an der Aufgabe, an der ich arbeite, den Stand dort kommunizieren, indem ich das hochlade und jemand anderes kann dann meinetwegen sagen, du hast aber da was vergessen oder kann dazu etwas sagen. So. Gehen wir mal wieder hier zurück. Mein nächster Punkt ist, wie kann man Trello für die Bildung im Bereich Bildung nutzen? Und da würde ich Ihnen erstmal gerne zeigen, Vorlagen. Das ist nämlich sehr praktisch. Und zwar gibt es hier den Trello Education Bereich. Da sehen Sie Lehrer, die Trello verwenden. Also die haben hier Beispiele dokumentiert, wie man das machen kann. Der eine sagt, ich habe da meinen Lehrplan aufgestellt und der nächste sagt, ich mache hier projektbasiertes Lernen. Das ist auf Englisch. Das sind alles Beispiele und Inspirationen. Dann sieht das Board bei dem halt so aus. Ich kann das auch hier vergrößern. Dann sehen Sie das, der hat das Board für projektbasiertes Lernen zum Beispiel so eingerichtet. Was schon dabei, glaube ich, eine Rolle spielt, ist dadurch, dass Trello in der Praxis und im Projektmanagement entstanden und groß geworden ist. Es geht sehr viel darum, dass man wie beim projektbasierten Lernen Leute aktiviert und einbindet und dass sie eigenständig Lösungen finden. Und sehr viele dieser Konzepte, die beim Lernen verwendet werden, wenn man Trello nutzt in der Bildung, zielen genau darauf ab, dass die Leute, dass es nicht hierarchisch top-down geht, sondern dass man sagt, okay, ich stelle das jetzt hier ein und ihr könnt, also hier der Mensch oder der Mensch, der kann dann irgendwas dazu schreiben, kann eine Antwort schreiben, kann eine eigene Idee reinposten und wir gruppieren das. Das Ganze ist sehr, sehr agil.
Und mir gefällt es sehr gut, weil ich unabhängig davon, ob ich im Hochschulkontext arbeite oder in einer Organisation oder nicht, ich kann mir dieses Board, Trello, kann jeder benutzen, entgeltfrei. Und ich kann es selbst nutzen, ich kann es auch für Gruppenarbeit nutzen. Ich kann aber auch meinen Dozenten einbinden. Ich muss nicht darauf warten, dass der Dozent mich einbindet. Und das ist, glaube ich, eine sehr große Freiheit. Wir haben hier auch einen Selbstlernkurs eingerichtet. Also Trello ist nicht für verschiedene Lernszenarien. Ein Lernszenario ist, dass ich einen Selbstlernkurs einrichte. Da kann ich zum Beispiel sagen, mich als Kursleiterin vorstellen. Ich kann was über den Kurs berichten. Also jetzt ist es ein Kurs zu LinkedIn. Da schreibe ich ein Vorwort rein. Dann kann ich hier auch eine Checkliste reinschreiben. Die können sich die Leute anschauen und können überlegen, ob sie den Kurs überhaupt benötigen oder wo vielleicht ihre Schwächen sind, dass sie nur in dem Kurs die Kapitel durchlesen, was sie noch benötigen, um ihr LinkedIn-Profil besser aufzustellen. Hier ist der Kursstart vermerkt. Heute 17 Uhr fängt das an, also noch einschreiben. Hier kann ich ein Thema einbinden. Ich kann auch eine Übungsaufgabe formulieren und ich kann auch sagen, hier Abschlussaufgabe, sende mir den Link zu deinem Profil und ich gucke das dann an und dann kann ich sagen, er hat den Kurs bestanden oder nicht oder sie. Das sind jetzt hier, ist so eine Anordnung des Trello Boards, dass ich pro Liste ein Kapitel erstellt habe in diesem Kurs. Das Ganze basiert auf einem LinkedIn-Buch, das ich geschrieben habe, ein Magazin. Und das ist also eine Variante, wie man Trello als Selbstlernkurs aufbauen kann. Jeder, der da mitmachen kann, den lade ich persönlich in das Board ein. Und dann hat er Zugriffsrechte und kann da was tun. Ich gehe nochmal zurück. Eine einfache Variante, die ist vielleicht zum Start ganz gut, ist, dass man einfach Trello nutzt, um die Präsenzlehre, um Online-Lehre zu ergänzen. Das heißt, ich nutze das zur Materialablage. Ich kann hier sagen, was für einen Kurs biete ich an. Ich kann den Zeitplan, die Kursagenda einhängen. Ich kann auch offene Fragen beantworten, die zum Beispiel nach der Präsenzphase noch sich ergeben. Ich kann alle Inhalte, die ich in der Präsenzlehre nutze, wie eine Präsentation oder ein Vorlesungsskript, kann ich hier einhängen. Ich kann auch die Übungsaufgaben hier schreiben. Das ist meiner Erfahrung nach, hat sich gezeigt, dass viele Organisationen im Bereich Weiterbildung haben das Problem, dass manche Teilnehmerinnen nicht zu jeder Sitzung kommen können. Da kommen immer irgendwelche Sachen dazwischen und dann haben die das verpasst. Und durch so eine Ergänzung über einen Online-Raum zur Materialablage sind die halt sehr viel einfacher in der Lage, Sachen nachzuarbeiten und Inhalte nicht zu verpassen. So, jetzt muss ich mal wieder zu meinem Board zurück. Noch ein Beispiel ist vielleicht das China-Board. Der eine oder andere wird wissen, dass Fräulein Flow und Friends, das heißt, dass wir arbeiten verteilt, mit verteilt agierenden Menschen. Und wir haben zusammen einen MOOC erstellt und haben das zusammen kollaborativ die Inhalte für den MOOC erstellt. Da haben wir ein China-Teamboard erstellt. Da haben wir erstmal erklärt, wie das funktioniert. Ich habe auch nochmal Hilfestellungen zu Trello eingelegt. Wir haben auch ein Wiki erstellt. Wir haben Lektüre zu China. Da war eine ganz große Liste und jeder unserer Teammitglieder hat dann einen Artikel zusammengefasst und hat das dann hier reingeschrieben. Der andere hat es gegengelesen. Und dann haben wir das, der China MOOC war schon letztes Jahr, sehen Sie hier, was wir da alles geschafft haben. Und das haben wir dann halt, im Grunde genommen war das hier eine Aufgabe, die ist dann in den Bearbeitungsmodus übergegangen, war dann fertiggestellt und ist dann hier hingerutscht, nachdem wir es in dem Online-Kurs bei OnCampus, der heißt FINA 4.0, der MOOC, eingestellt haben, also umgesetzt haben oder produziert, fertig produziert hatten zur Nutzung. So, was ich jetzt nochmal
Sie sehen hier sehr viele Beispiele. Das Board ist, wie gesagt, offen. Sie können das benutzen. Ich habe hier noch Support und Szenarien eine Liste genannt. Also wie kann man ein Projekt organisieren? Da zeigt eine Person auf YouTube per Video, wie sie Trello nutzt für projektbasiertes Lernen. Es gibt auch hier Links zu Menschen, die kollaborativ einen Lehrplan aufstellen mit ihren Kursteilnehmenden. Das können Sie alles im Do-it-yourself-Verfahren sich anschauen und durcharbeiten, wenn Sie möchten. Vielleicht noch ein Hinweis, das fand ich sehr interessant. Das ist jemand, der gesagt, Sink or Swim, nutze Trello. Das ist ein Artikel, den ich sehr empfehlen kann von einer Person, die im Hochschulkontext aktiv ist. Das ist Kevin Lavery. Und der sagt halt, der geht davon aus, dass er sagt, die Leute müssen mehr auf den Arbeitsmarkt vorbereitet werden. Die müssen agiler lernen können. Wenn ich zum Beispiel IT-Studenten unterrichte, müssen die, wenn die in die Arbeitswelt gehen, auch wissen, wie man agil arbeitet in Projektmanagement. Und das ist also eine Fürsprache dafür, dass man halt dann auch die Tools nutzt, mit denen Menschen im Berufsleben zu tun haben. Das war es jetzt erstmal zu Trello. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank, Frau Bauch. Es war wirklich sehr informativ, jetzt über Trello auch so viel noch zu erfahren. Ich glaube, Sie haben ja auch erwähnt, dass Sie ein öffentliches Trello-Board für die Teilnehmerinnen auch haben. Vielleicht könnten Sie den Link dazu noch in den Chat posten, sodass jeder und jede, die das möchte, da gleich reinschauen kann. Ja, ich würde dann auch die Referentinnen bitten, die Mikrofone und Webcams wieder zu aktivieren und wieder zu mir aufs Podium zu kommen, aufs Virtuelle. Hallo. Wir haben jetzt einen sehr intensiven Vortragsteil hinter uns. Also es war wirklich sehr, sehr viel Input aus allen Richtungen. Ich sehe, dass auch im Chat viel passiert, dass da auch schon eine Diskussion läuft. Vielen Dank auch an Birgit Aschemann, die da den Chat im Auge behält und auch schon Fragen notiert hat. Wir gehen jetzt in den Diskussionsteil über und da möchten wir Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, jetzt noch einmal ganz stark involvieren, nämlich mit der Frage, wie soll es jetzt weitergehen? Mit welcher Anwendung sollen wir jetzt weitermachen? Bitte stimmen Sie wieder ab. Ich werde die Umfrage gleich öffentlich machen, so sehen, wie viele hier für welches Tool stimmen. Und dann wissen wir gleich, mit welchem Tool wir dann als erstes weitermachen. Ich gebe Ihnen noch ein bisschen Zeit. So, ich würde vorschlagen, noch 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1 und wir beenden die Umfrage. Gut, vielen Dank. Also es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Slack wäre da jetzt mal voran mit 11 Stimmen. Und während ich dann da auch die Folien wieder einblende, würde ich Lisa Kamera gleich bitten. Es gab ein paar Fragen im Chat. Die erste Frage an dich, die ich jetzt da sehe im Hintergrund, ist, wie lege ich eigentlich in Slack Teilnehmerinnen an? Genau, also man lädt die Leute ganz einfach per E-Mail ein. Also man braucht nur die E-Mail-Adressen und dann schickt man das raus. Also es unterscheidet sich zum Beispiel zu Moodle, bei dem man ja extra die Nutzer anlegen muss. Also es ist weniger aufwendig als bei Moodle. Dazu gibt es auch also Anleitungen, da können wir auch gleich nochmal einen Link posten zu dem Artikel auf dem Slack Help Center. Genau. Ja, also ich hoffe, es beantwortet die Frage aus dem Chat. Ein Link hilft sich ja immer gut weiter. Ja, und dann war noch eine Frage von Herrn Pentermann. Sind Microsoft Teams und Slack ähnliche Tools und wo sind die Unterschiede? Vielleicht, Frau Kammerer, wenn Sie zuerst einmal was dazu sagen und dann auch der Herr Lasnik, dass wir da vielleicht ein bisschen drüber diskutieren können. Gerne.
Genau, also die Tools sind schon ähnlich, also die sind beide ja, zur Kollaboration und zur Kommunikation von Teams. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir intern mit Microsoft Teams arbeiten, weil wir alle aus einer Organisation sind und auch verschiedene andere Microsoft-Anwendungen nutzen und die kann man dann ziemlich gut ja, integrieren. Wenn es bei uns organisationsübergreifend wird, gehen wir zu Slack. Und das Schöne an Slack ist eben, dass wir verschiedene andere Tools einbinden können. Und also zum Beispiel Trello. Also Trello und Slack ergänzen sich zum Beispiel wirklich auch gut. Wofür nutzen Sie dann Slack und wofür nutzen Sie Trello, wenn Sie es gemeinsam benutzen? Zur Aufgabenorganisation ist Trello gut, weil man dann auf dem Board gut die Übersicht hält, was da passiert. Ich fand es jetzt ganz spannend von Frau Bauch, dass Sie für die einzelnen Termine eine übersichtliche Liste machen, was für Material da ist. Also ich glaube, das bietet sich wirklich gut an, wenn man das so strukturiert aufbereiten will. Genau, Slack ist dann mehr für den Austausch gedacht, auf der anderen Seite bei uns. Herr Lastnik, wo sehen Sie die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Slack und Microsoft Teams? Ja, ich sehe das sehr ähnlich. Slack kenne ich nicht so gut. Also kenne die Einführung, ich habe es mir im Vorhinein ein bisschen angeschaut. Ich weiß nicht, wie es mit wirklichen Besprechungen, Videochats und so weiter ausschaut. Das ist sicher ein großer Vorteil auch von Teams, dass ich die Dinge auch aufzeichnen kann. Das heißt, ich mache eine Besprechung, ich kann die planen, ich kann mehrere Leute gleichzeitig einladen und die können dann über die Plattform gemeinsam sich sofort austauschen und das Ganze aufzeichnen, vielleicht ein Protokoll schreiben. Das ist sicher eine tolle Sache. Sonst kann ich nur recht geben. Also wenn es außerhalb der Organisation ist, wird es schwierig. Was ich machen kann bei Teams, ich kann Gäste einladen von extern. Die sind natürlich dann in ihren Rechten auch begrenzt. Das heißt, die können dann nicht alles das tun, was normale Mitglieder machen. Aber ansonsten will ich das sehr ähnlich sehen. Microsoft versucht natürlich alles aus einer Hand anzubieten und ausgewählte Apps dazuzufügen. Und praktisch die ganze Plattform für sich so zu konzipieren. Deswegen gibt es auch keine Public Sites mehr, also keine öffentlichen Websites mehr. Gut, ich frage gleich in Richtung Office 365 weiter, weil ich da auch sehe, dass auch einige Fragen im Chat schon waren. Da gab es von der Frau Riegler die Frage, finden Sie Office 365 für eine Nicht-Informatikerin kompliziert? Wie Ja, ist Ihre Einschätzung das ist dazu? eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass gerade Teams etwas ist, das sehr innovativ und intuitiv ist. Das kann man sehr, sehr schnell erstellen, weil es so ein Feel zum Beispiel von Facebook hat, also etwas, was jeder so ein bisschen schon kennt. Die Funktionalität hat man sehr schnell eine Übersicht bekommen und kann sehr schnell handeln. Ich glaube also, dass das sehr einfach ist. Wenn man weitergeht in Richtung SharePoint, dann wird es schon ein bisschen schwieriger, bis man die Unterschiede mal erkannt hat. Und wenn man dann noch einen Schritt weiter geht, um ein Social Intranet zu erstellen, wo man auch automatisierte Abläufe generieren kann über Flows, dann wird es etwas schwieriger. Dann ist es natürlich kein Nachteil, wenn man ein bisschen einschlägig interessiert ist. Ja. Aber ansonsten glaube ich, ist Teams eine tolle Sache auch für jemanden, der keine Informatik hält. Genau, dann gab es noch eine Frage zu Office 365 und zwar, das war, glaube ich, nicht zu Teams, sondern zum Class Notebook, wenn ich mich richtig erinnere, nämlich wie Lernende einen Abschnitt scheren können. Ist das etwas, das man schnell jetzt beantworten kann oder gibt es vielleicht Anleitungen für Interessierte, die sich da noch mehr damit auseinandersetzen möchten? Ja, ich habe gesehen, es war auch eine Frage zur Hilfestellung. Der große Vorteil von Office 365 ist, dass es auch zu jedem Tool immer eine sehr gute Anleitung gibt unter Hilfe. Das sind kurze Videos, wo beschrieben ist, wie die Funktionalität eben ist und wie man das ganz schnell für sich eben darstellen kann. Und so ein Teilen funktioniert ganz einfach über einen Button und man sagt einfach Share und kann es teilen mit einer zweiten Person. Man muss im Vorhinein immer nur wissen, wie ist die Rechtevergabe an die Gruppen, wie sind die Gruppen so eingeteilt, was dürfen die, so eine hierarchische Struktur bilden oder möchte man eine ganz flache Struktur. Also das muss man im Vorhinein wissen und danach ist es ja ganz einfach, dass auch die Lernenden untereinander Dinge teilen können. Gar kein Problem. In der Erwachsenenbildung vielleicht noch angemerkt, ist es natürlich auch noch einfacher, weil
ja, wie soll ich sagen, die natürlich verantwortungsbewusster mit Daten umgehen hoffentlich und auch, wenn sie die volle Freiheit auf einer Plattform besitzen, nicht mutwillig irgendwas zerstören wollen. Wenn man es mit Schülerinnen und Schülern macht, kann das natürlich passieren, dass da auch Daten verloren gehen, also muss man restriktiver damit umgehen. Ja. Genau, also weil Sie gerade den Datenschutz ansprechen, ich sehe, dass das da auch schon eine Diskussion im Chat gegeben hat, die, glaube ich, soweit schon beantwortet wurde. Also es wurden schon Links gepostet zu den Datenschutzinformationen. Da ist natürlich bei jedem Tool immer wichtig, dass man sich vorher einfach informiert, in der Datenschutzerklärung nachliest. Darf ich Zum etwas kurz dazu sagen, Bitte. zu 365, weil ich gerade vor mir liegen habe und gerade rausgesucht habe. Diese Server liegen nämlich hauptsächlich in den Niederlanden und in Irland. Es gibt der Exchange-Server, also Mail-Server liegt in Österreich, das kann man auch selber festlegen. Alle anderen Tools wie OneDrive, SharePoint, Skype, Teams und OneNote liegen in der Regel in den Niederlanden oder in Irland oder in den USA und ich kann mir das dann auch als User oder Organisation aussuchen. Okay, wichtige Info, vielen Dank. Ja, ich möchte jetzt noch kurz zu Trello weitergehen. Da gibt es, glaube ich, also auch schon ein paar Fragen, die schon beantwortet wurden. Offen ist, glaube ich, noch die Altersfrage. Gibt es ein Mindestalter für Trello? Kann ich so nicht beantworten, da ich nur mit Erwachsenen arbeite, müsste ich nachschlagen. Ich habe aber in dem Trello-Board einen Link zu Datenschutz und Sicherheit hinterlegt, aber das müsste ich nachreichen, kann ich aber nachschauen. Aber wie gesagt, die Frage kam noch gar nie auf. Gute Ja, Frage. also ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich von jemandem kommt, der mit eben Minderjährigen arbeitet. Ich gehe auch davon aus, dass es wahrscheinlich eine Info dazu gibt in den Nutzungsbedingungen von Trello, die man sich dann einfach eben raussuchen könnte. Genau. Da gibt es jetzt auch noch eine Frage, die jetzt gerade reingekommen ist im Chat. Wie kann ich ein Board löschen? Ich nehme an, dass bezieht sich auch an auf Trello. Jetzt habe ich gerade da unten geschaut, Ja, Entschuldigung. ich bezog mich auf die Frage, die gerade reinkam per Chat. Wie kann ich ein Board löschen? Vielleicht können Sie das noch kurz erklären. Ja, das ist auch eigentlich diese Seitenablage, da kann man das auch löschen. Also das ist ganz einfach, sehr schnell. Und ich kann auch eine Karteikarte kopieren. Ich kann das Board kopieren, ich kann Listen kopieren. Ich kann Karteikarten kopieren. Und es könnte sich auch jemand, zum Beispiel, wenn ich das jetzt mit Lernenden zusammen nutze, könnten sie sich das ganze Board kopieren und selbstständig bestücken oder weiter verändern und bearbeiten. Vielen Dank. So, ich schaue jetzt gerade noch mal auf die Fragen, die ich mir auch vorbereitet hatte, weil ich sehe, dass momentan jetzt keine neuen Fragen sind. Und ich würde jetzt vorschlagen, dass wir, genau, vielen Dank, liebe Martina, dass wir noch einmal kurz schauen, okay, wer ist denn eigentlich hier? Und das wären jetzt einerseits die digitalen Anwendungen, aber auch der berufliche Hintergrund. Ich habe mir da nämlich noch notiert, vielleicht auch noch mal nachzufragen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich sehe, es sind viele Kursleiterinnen da, es sind viele da, die in der Erwachsenenbildung oder im Bildungsmanagement arbeiten. Angenommen, ich wäre jetzt eine Trainerin in der Erwachsenenbildung und möchte jetzt ein Tool für meinen Kurs einsetzen. Welches Tool, und ich stelle das jetzt als Frage in die ganze Runde, würde sich denn da eignen und wie kann ich denn das beurteilen, ohne jetzt irgendwie irgendeinen Hintergrund zu haben, warum würden Sie für Ihr Tool argumentieren? Wer möchte starten? Frau Bauch. Also ich sehe sehr oft, dass viele Organisationen noch kein so ein mächtiges Tool haben wie meinetwegen Microsoft Office, Moodle oder Blackboard, was es da alles gibt. Und da denke ich, ist es ein ganz gutes Einstiegsszenario, mit so einem kleinen kostenfreien Tool mal das überhaupt auszuprobieren. Deshalb auch dieses Beispiel der Materialablage. Das kann man einfach mal testen. Und auch gucken, ob man sich damit wohlfühlt. Also ich nutze auch Slack für andere Zwecke als Trello. Es gibt immer auch so Vorlieben von Menschen, die lieber das eine oder das andere nutzen. Und es hängt auch von den Umständen ab. Wie gesagt, Trello ist
super schnell und auch bei schlechten WLAN-Bedingungen in der U-Bahn oder sonst wo zu nutzen. Und besser zu nutzen, finde ich, als zum Beispiel Moodle-Kurse, die mobil optimiert sind. Also da habe ich die Performance ist nicht so schön und die Usability ist für mich wichtig. Das heißt, so die unkomplizierte Nutzung, ja, wenn man es zusammenfassen kann. Herr Lasnik wollte gleich weitermachen. Ja, da kann ich, glaube ich, nur zustimmen. Ich glaube, für so einen Einsatzbereich, wenn es nur kleinere Gruppen sind, ist Office 365 nur dann wirklich ein gutes Werkzeug, wenn es schon ja, Nutzerprofile gibt, wenn es schon Lizenzen gibt, vielleicht auch über andere Organisationen. Das muss man im Vorfeld schon auch klären. Ja, ansonsten entstehen natürlich Kosten. Da weiß ich natürlich nicht, wie die Kosten bei den anderen, welche Kosten da entstehen, aber es kann schon gleich einmal ein bisschen ein Geld kosten. Ja. Vor allem, wenn man die volle Funktionalität von Teams möchte. Was natürlich ein Nachteil von Office 365 sein kann. Genau, also Office 365 hat einfach einen großen Umfang und viele Funktionalitäten. Zusammengefasst. Lisa Kamera? Ja, genau. Also ich finde, Slack bietet sich auch gut an für einen informellen Austausch. Also wenn man halt auch ein bisschen das spielerisch macht mit den Emojis und da ein bisschen Aktivität reinbringen kann und einfach mal ja so einen lockeren Austausch will. Also wir versuchen bei unseren Bildungsangeboten ja viel auf ja viel Vertrauen zu schaffen, dass die Leute da auch sich trauen zu teilen und da unterstützt das Slack. Dafür nutzen wir es gerne. Ich würde es jetzt auch nicht, also ich würde nochmal darauf hinweisen, dass es schon Zeit kostet, da reinzukommen und die Leute sich nicht direkt trauen. Deswegen würde ich da auf jeden Fall das jetzt nicht für ganz kurze Kurse nehmen, sondern eher für welche, die einen längeren Zeitraum gehen, bei denen man dann auch die Zeit hat, da anzukommen. Ja, danke. Ich lese gerade auch im Chat den Kommentar von Herbert Schmidt. Man kann nicht für ein Tool stimmen. In einer guten Werkstatt gibt es immer mehrere Tools. Das stimmt natürlich. Nicole Bauch hat das auch schon bestätigt. Genau, uns geht es jetzt wirklich auch darum, die Tools jetzt nicht gegeneinander auszuspielen, sondern wirklich zu schauen, okay, wofür eignet sich jetzt welches Tool, für welches Einsatzszenario. Und in die Richtung würde ich auch gern gleich weiterfragen. Ich würde nämlich die drei Referentinnen noch jeweils um ein Beispiel bitten, wo sie es wirklich live eingesetzt haben und wo jetzt wirklich diese Anwendung einen Mehrwert gebracht hat. Wer möchte starten? Ich kann gerne direkt weitermachen. Also ein Beispiel habe ich ja vorhin schon genannt, dass wir es als Lernbegleitung für einen Kurs, für ein Blended Learning Format genommen haben. Ein anderes Beispiel wäre, dass wir darüber wir haben ein kollaboratives Wikibook erstellt im Nachgang zu einer Veranstaltung und haben mit den Autorinnen und Autorinnen uns darüber abgestimmt. Dafür haben wir es auch eingesetzt. Und da war ja der Vorteil, dass die meisten schon sehr im digitalen Raum gut aktiv waren und das dann auch kein Problem war, einfach da voll einzusteigen. Genau. Frau Bauch hat, glaube ich, vorher auch schon einige Beispiele uns vorgestellt, also von China angefangen über verschiedene Möglichkeiten auch in anderen Veranstaltungen Trello einzusetzen. Wo hat es besonders gut funktioniert? Ja, wie gesagt, für mich ist es ein extrem gutes Kollaborationstool, also wo man auch nicht nur zusammenarbeitet. Also ich differenziere da sehr stark zwischen Kooperation und Kollaboration, wo man auch wirklich mal reingrätscht und sagt, also der Text stimmt nicht oder die Phrase stimmt nicht, das musst du verändern oder ich überschreibe es gleich. Das war halt wirklich dieser China-MOOC, weil da musste in sehr kurzer Zeit sehr viel Input geliefert werden. Das lässt sich ein bisschen vergleichen mit dem Bookspring bei dem Buch L3T. Da wurde auch in kurzer Zeit, mussten sehr viele Menschen Inhalte produzieren. Ich finde es aber sehr gut, glaube ich, mit Blick auf ein anderes Land. Ich finde, die US-Amerikaner nutzen es sehr viel
Und ich denke, es hat damit zu tun, wie kreativ ich denke, um das einzusetzen. Also ich kann da sehr, sehr viel mitmachen. Ich muss Ideen haben. Was ist notwendig? Ich frage jetzt gleich mal nach, damit ich es nicht vergesse, damit man eben, also wenn man sagt, man möchte zum Beispiel Trello mit den Teilnehmerinnen einsetzen, wie kann ich das fördern, dass wirklich dieses kollaborative, kooperative Denken angeregt wird? Vielleicht, da muss man überscheiden, ob man so ein klassisches Lernszenario macht oder ein Lehr-Lern-Szenario macht oder ob das anders geht. Also wir haben, glaube ich, vertreten immer den Ansatz, dass wir versuchen, die Leute aktiv einzubinden und die wie bei dem LinkedIn-Kurs jetzt nicht Kapitel A1 bis Z10 durcharbeiten müssen, sondern dass sie wirklich diese Info-Nuggets durcharbeiten können, relativ flexibel und in der Reihenfolge, wie sie wollen, oder auch sagen, das habe ich schon, mein Profilslogan auf LinkedIn habe ich schon, den brauche ich nicht überarbeiten. Und das ist der erste Ansatz, um überhaupt Spaß zu haben. Also ich muss mich nicht durchquälen, ich muss auch nicht warten, wenn ich jetzt schon was frei fertig gearbeitet habe, dass nächste Woche der nächste Teil freigeschaltet wird. Und es führt auch dazu, dass Leute, die halt schon etwas können, sich einbringen und mitdiskutieren. Also es wird sehr viel, werden sehr viele Fragen gestellt. Ne? Wie mache ich das? Wie schreibe ich das? Oder wo gucke ich da? Und dadurch, dass unterschiedliches Hintergrundwissen vorhanden ist, sind die Leute auch sehr geneigt dazu und sehr motiviert dazu, den anderen zu helfen, weil sie das halt schon können. Es ist aber, glaube ich, eine kulturelle Sache. Also wir fördern halt auch, dass die Leute Fehler machen und dass man dann darüber spricht und sagt, warum war das nicht so gut, ohne dass der jetzt sich schämen muss oder sowas in der Art. Ich glaube, es macht die Atmosphäre aus und die Stimmung und die Kultur, die man lebt in einem Kurs, die ist auch sehr, sehr wichtig. Ich kann natürlich auch irgendwelche, natürlich gibt es methodische Tricks, wie ich Kommunikation herbeiführen kann oder auch mit Aufgaben, aber davon halte ich alles nichts. Also ich versuche immer, die Leute bei ihrem Interesse zu packen. Ja, vielen Dank. Sehr spannend. Florian Lasnik wollte, glaube ich, auch noch etwas sagen zu den Beispielen. Ja, aber ganz, ganz... Für Office 365. OneNote verwende ich tagtäglich mit den Schülerinnen natürlich, weil es eine sehr einfache Variante ist und Schülerinnen und Schüler sehr intuitiv mit dem arbeiten können, hat sehr wenig Einarbeitungszeit, sehr gutes Tool für mich auch zu sehen, was die Schülerinnen und Schüler machen, wie sie miteinander auch arbeiten. Teams verwende ich oder habe ich schon verwendet als Prüfungsvorbereitungsplattform, wo nicht nur ich als Coach Dinge hineinstellen kann, aber wo dann Schülerinnen wie auch Studentinnen auf der Universität gemeinsam diskutieren über mögliche Prüfungsfragen, sich austauschen können auf einer Plattform, wo dann alles praktisch zusammengeführt wird. Ich habe schon Websites erstellt mit SharePoint, mit Schülerinnen und Schülern, auch mit Erwachsenen zu bestimmten Themen, in einer Art und Weise eines Blogs. Und dann verwenden wir natürlich organisationsweise weit ein Social Intranet, wo es auch um Automatisierung von administrativen Tätigkeiten geht. Ja. Also alle diese Einsatzmöglichkeiten verwenden wir tagtäglich. Klingt ja wirklich sehr umfangreich und nach sehr vielen verschiedenen Einsatzgebieten. Mit Blick auf die Uhr muss ich jetzt feststellen, dass wir uns schon dem Ende der Veranstaltung nähern. Ich würde jetzt gerne noch eine Schlussfrage in die Runde stellen und würde gerne ein bisschen genereller noch auf das Thema blicken. Und zwar würde ich jeden und jede von Ihnen noch um einen abschließenden Satz bitten, was Ihnen beim Einsatz solcher digitaler Tools, digitaler Lernumgebungen vielleicht besonders wichtig ist in Ihrer Praxis. Und ich bitte Frau Bauch gleich zu starten. Was mir persönlich ist in der Praxis wichtig ist oder den Teilnehmern? Was Ihnen persönlich wichtig ist, wenn Sie also zum Beispiel Trello einsetzen oder auch ein anderes Tool, eine andere Lernumgebung. Ich mache mir eine Kriterienliste, bevor ich mich für ein Tool entscheide, weil ich relativ gezielt vorgehe.
Das habe ich auch bei Trello gemacht, das habe ich jetzt da nicht eingebunden, aber ich habe mir eine Kriterienliste gemacht, wofür ich das brauche und danach checke ich, welches Tool zu mir passt. Habe ich schon gesagt, Usability ist sehr, sehr wichtig und auch eine einfache Nutzung und auch eine Einbindung verschiedener Akteure. Also ich arbeite nicht nur immer mit Teams in Organisationen, sondern dann kommen externe Mitarbeiter, die nur zeitlich befristet sind, da rein. Und dann muss man mit denen auch einen Umgang finden. Oder die fangen erst im Monat an, müssen aber jetzt schon trainiert werden. Das sind alles so Faktoren, die dann auch eine Rolle spielen. Und ja, ich glaube, agil einfach zu nutzen. Und ich muss auch sagen, das Visuelle überzeugt mich auch. Es muss auch ansprechend sein. Dankeschön, Herr Lasnik. Ja, für mich, ich gehe es ähnlich an, wenn ich Projekte starte. Allerdings ist es so, dass ich ausgesprochen Microsoft-affin bin und dadurch ganz genau weiß, was das Tool kann, das ich verwende. Deswegen gefällt es mir auch, bei diesem einen Tool vielleicht auch zu bleiben, aber ich weiß auch ganz genau, was es nicht kann. Und das ist auch ein Riesenvorteil. Das heißt, ich weiß von vornherein, okay, diese Dinge kann ich umsetzen, diese Dinge kann ich nicht umsetzen und da muss ich mich eben entscheiden, entweder suche ich ein externes Tool, das mir diese Dinge abdeckt oder ich konzipiere mein ganzes Projekt in einer Art und Weise, dass es eben mit den vorhandenen Tools auch möglich ist. Aber ich bin auch ein großer Fan von Experimentieren, einmal neue Dinge auszuprobieren und sich inspirieren lassen von neuen Tools. Ich glaube, das ist immer eine tolle Sache. Es muss so einfach wie möglich sein, nicht nur für mich zum Erstellen, sondern auch so intuitiv für die Schülerinnen und Schüler oder Lernenden, dass sie es gleich verwenden können. Das ist, glaube ich, und das ist auch ein Riesenvorteil von Office 365, weil es halt wirklich sehr viele Menschen kennen aus ihrer täglichen Praxis. Ja, also praktisch die Oberfläche ist etwas, das sehr oft schon bekannt ist. Dankeschön. Und Lisa Kammerer hat jetzt sozusagen das Schlusswort auf dem Podium. Ja, ja, das ist schön, dass die anderen beiden schon so viele Punkte genannt haben. Das sind auf jeden Fall Sachen, auf die ich auch achte. Mir macht es auch viel Spaß, verschiedene Tools auszuprobieren. Also es kommen ja echt immer wieder neue dazu und dann kann man nochmal schauen, was da Neues gibt und was die anders können. Für mich ist es auch total wichtig zu gucken, wie kriege ich meine Teilnehmenden da gut hin und schaffen die das und wie kann ich denen dann einen guten Einstieg bieten auf das Tool, weil sonst sitzt man dann am Ende alleine da. Das ist auf jeden Fall immer eine wichtige Frage, aber das ist auch was ich den anderen auf jeden Fall mitgeben kann, also die digitalen Tools einfach ein bisschen auszuprobieren und da mal reinzuschauen und sich auch zu trauen, dass da mal was schief geht, weil es einfach nicht so schlimm ist und dafür ist eigentlich die Erwachsenenbildung ja auch ein guter Raum, dass man mal ja, Sachen ausprobieren kann und verwerfen oder anders machen und aus den Fehlern lernt. Genau. Genau, gutes Schlusswort, einfach mal ausprobieren. Ja. Vielen Dank. Da ich jetzt im Chat schon sehe, dass einige sich nach einer Teilnahmebestätigung erkundigen, würde ich meine Kollegin Martina bitten, unsere Umfrage nochmal einzublenden. Wenn Sie eine Teilnahmebestätigung möchten, bitte klicken Sie jetzt hier. Wichtig ist auch, dass Sie eben sich angemeldet haben, nur dann haben wir Ihre E-Mail-Adresse. Sollte irgendetwas schief gehen, bitte schreiben Sie uns auf die Adresse webtalk@erwachsenenbildung.at. Vielleicht, liebe Martina, könntest du das bitte auch nochmal in den Chat posten. Genau, dann gebe ich Ihnen da jetzt ein bisschen Zeit, das alles auszufüllen. Ich bedanke mich schon einmal bei unseren Expertinnen und Experten auf dem Podium. Das war wirklich sehr intensive 1,5 Stunden. Ich glaube, wir haben uns alle jetzt ein angenehmes Wochenende verdient. Es war wirklich sehr interessant. Wir haben sehr viele Dinge auch diskutieren können. Genau. Während jetzt unsere Teilnehmerinnen noch die Umfrage ausfüllen, vielleicht können wir die irgendwie ein bisschen auf die Seite geben. Also vielleicht können wir im Chat ein bisschen den etwas verschieben. Genau. Möchte ich noch die Gelegenheit nutzen und 2 weitere Veranstaltungen ankündigen.
Das eine ist unser nächster Digitalk, der wird schon weniger als einen Monat stattfinden, nämlich am 3.12. Das nächste Mal vormittags, Dienstagvormittag ist das, und es geht dabei um neue Online-Formate für die Erwachsenenbildungspraxis. Wir haben wieder drei Expertinnen auf dem Podium und haben hier eben auch einen Link, wo Sie mehr erfahren können. Genau, meine Kollegin Martina postet das auch schon in den Chat. Und das Zweite, das eigentlich auch sehr spannend ist, nächstes Frühjahr, nämlich ab 4. März 2020, starten wir wieder mit unserem EBMOOC, diesmal mit dem EBMOOC Plus, also noch einmal erweitert und ergänzt und völlig neu gestaltet. Das ist ein offener Online-Kurs für Erwachsenenbildnerinnen und besonders spannend für alle, die heute dabei waren, es wird eine ganze Einheit zu digitalen Lernumgebungen geben. Genau, soweit zu unseren Veranstaltungen. Auch da gibt es wieder Links im Chat, also bitte dort gleich anklicken, wer sich dafür interessiert. Und was jetzt noch ganz wichtig ist, wir haben auch eine Online-Feedback-Umfrage für den heutigen Digitalk vorbereitet, den ebenfalls meine Kollegin gleich in den Chat posten möchte. Geben wir noch ein bisschen Zeit. Also ich bitte wirklich, wenn es Ihnen heute gefallen hat, bitte klicken Sie die Feedback-Umfrage an, füllen Sie es aus, sagen Sie uns auch gerne, welche Themen Sie in Zukunft gerne hören möchten, was wir vielleicht noch verbessern können, was Ihnen gut gefallen hat. Es hilft uns einfach wirklich, da auch dazu zu lernen in der Zukunft. Unsere Aufzeichnung des heutigen Digitalks wird in Kürze, ich vermute, nächste Woche auf unserem YouTube-Kanal zu sehen sein und auch Ihre Teilnahmebestätigungen bekommen Sie Anfang nächster Woche zugeschickt. Wenn Sie noch Fragen an uns haben, stehen wir unter webtalk@erwachsenenbildung.at gern zur Verfügung. Ja, ich bedanke mich nochmal bei allen fürs Dabeisein. Also noch einmal herzlichen Dank an Lisa Kammerer, Florian Lasnik und Nicole Bauch. Vielen Dank an unsere Teilnehmerinnen, die bis zum Schluss dabei geblieben sind. Und allen ein schönes Wochenende. Danke und tschüss. Dankeschön.